Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte gerade das Hardware-Video zum Air-Up gemacht. Und da hat meine Kamera irgendwelche Fehler ausgespuckt. Ich weiß nicht, ob das Video jetzt geklappt hat oder nicht. Deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal auf. Ich habe Air-Up netterweise zur Verfügung gestellt bekommen, nachdem ein Abonnent im Livestream gesagt hat, guck dir das doch mal an. Und ich fand das vom Prinzip her richtig geil. Und muss ich auch gestehen, ich habe da nicht so dran geglaubt. Ich dachte eher, naja. Und jetzt habe ich auch im Video schon mal getrunken. Es ist geil. Es ist so geil. Ich zeige euch das nochmal. Hier ist der Air-Up oben drauf. Also die ganze Flasche. Ja, und hier ist der Pot oben. Wie heißt das Ding? Keine Ahnung. Und hier seht ihr auch. So eine kleine, seht ihr? Da ist ein Loch. Ne, das sieht nur löcherig aus, aber den Rand seht ihr, das müsst. Ach Mensch, dachte, seht ihr. Hier praktisch, dass hier so ein Rand ist. Also das ist Vertiefung, ja. Und da vor Benutzung einfach den Pott einmal hochziehen, so. Dann ist er online, vorher ist er offline und dann könnt ihr so trinken. Und das ist so geil. Ich habe jetzt hier schon eine Flasche alle. Das ist schon die zweite Flasche jetzt. Oh, ist das cool. Ich hätte, wie gesagt, ich habe nicht daran geglaubt, dass es funktioniert, aber es funktioniert wirklich. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber ich habe Geschmack. Und das ist ganz normales Saskia-Wasser, was ich hier drin habe, von Lidl. Ja, und kann ich euch auch mal zeigen. Ich weiß ja nicht, ob es im anderen Video halt mit drin ist. So, einfach abziehen, das ist nur Gummi. Dann kann man das hier so auf der Seite, das hat so eine Biegung, seht ihr das? Kann man hier auf der Seite einfach liegen lassen. Dann braucht man es nicht rausnehmen. So, und dann füllt man einfach Wasser rein. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Wasser hier. Hat nur dann den Schluck. So, und dann macht man das wieder hier rauf. Wie gesagt, das wird nicht geschraubt, das wird nur hier gedrückt. So. Macht man. Achso, den habe ich genau offen gelassen. Und dann kann man trinken. Dann, wenn man es wieder raufsteckt, dann ist er offline. Dann ist er inaktiv. Und es funktioniert wirklich gut. Habe ich jetzt so auch nicht erwartet, muss ich dazu sagen, dass das so gut funktioniert. Es ist jetzt natürlich kein Wasser mit Geschmack. Wo man sagt, Mensch, man geht in den Laden, holt sich Wasser mit Geschmack. Das ist es absolut nicht. Es ist kein Wasser mit Geschmack. Es ist ganz normales Wasser mit leichtem Geschmack. Also es ist jetzt ist schwer zu beschreiben. Man hat den Geschmack, aber es ist nicht so intensiv. Wie jetzt bei Wasser mit Geschmack, aber da ist ja auch etliche Süßungszeug und was weiß ich alles mit drin. Und das ist jetzt hier einfach nur stinknormales Wasser. Kann man auch Leitungswasser nehmen, ihr könnt auch Sprudelwasser nehmen. Ich kann jetzt nur, darf noch kein Sprudelwasser trinken, ihr halt immer noch still wegen der Stoffwechselkur. Ich hätte mal darauf früher kommen sollen, weil damit fällt mir das auch leichter zu trinken. Weil ich habe echt Probleme mit dem Trinken, dass ich nicht regelmäßig trinke. Und immer so eine Flasche ist auch doof. Da ist das echt angenehmer, wenn man die am PC stehen hat. Und dann, also man kann so machen. Ich zeige euch das nochmal. Also man soll eigentlich dran saugen. Dann trinkt man, aber man kann auch, wenn sie voll genug ist, so machen. Das klappt auch wunderbar. Aber saugen klappt natürlich am besten. Und beim Saugen habt ihr wirklich den Geschmack. Wenn ihr nur so kippt, habt ihr den Geschmack nicht so. So, das soll es jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, ich habe jetzt... Boah, Leute, riecht das geil, ey. Boah, wie so richtig schöne Apfelringe. Ja. Da habe ich jetzt Apfel drin, Hopfen kommt danach dann. Wenn das dann alles, das reicht für 5 Liter. Ja, und hier steht auch drauf, hier, ein Pott für 5 Liter.
ohne Kalorien. Kohlenhydrate wegen der Stoffwechselkur, ich hab's schon im Kopf, ey. Ohne Zuckerzusatz, also Zuckerstoffe und ohne Firlefanz. Da steht wirklich Firlefanz. Das hab ich nicht erfunden, das steht da drin. Ich bin eine Ladung Apfelgeschmack für den Apple. Das ist so geil, Leute. Also, es ist so. Und es riecht richtig geil. Also, duftmäßig und alles natürlich. Richtig geil. Also, ich bin mal gespannt. Ich werde jetzt abends im Stream daraus trinken. Ich bin dann jetzt mal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich mache da jetzt aber auch noch später ein Video, wenn ich den jetzt. Ja, wenn die AirPods alle sind oder bevor die AirPods alle sind. Mache ich, oh Gott, jetzt habe ich so viel Wasser getrunken. Ja. Mache ich da auf jeden Fall auch nochmal ein Video. Ich bin jetzt weg. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ihr werdet mich das jetzt im Livestream mal trinken sehen. Also ganz normales Wasser mit dem AirPod. Ich bin jetzt weg. Ahoi, sagt euer Odin.